Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend und ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Online-Seminar von WH Self Invest und Finanzen.net. Mein Name ist Benjamin Ressel und ich bin Ihr Moderator für den heutigen Abend. Sie merken sicherlich auch, die Marktsituation ist volatil und angespannt, um es mal optimistisch auszudrücken. Dennoch gibt es Kursraketen an den Börsen, die aber unter der Vielzahl an verschiedenen Aktientiteln mitunter schwer zu finden sind. Unser Gast des heutigen Abends, Carsten Umland, zeigt Ihnen, wie Sie interessante Wertpapiere für Ihr Depot entdecken. Und damit begrüße ich auch dich, Carsten. Schön, dass du heute Abend da bist. Hallo, herzlich Carsten, willkommen ja. auch von meiner Seite. Hallo Carsten. Ja, einige Ja. Teilnehmer kennen dich bestimmt auch schon, aber sicher gibt es auch noch ein paar neue Gesichter in unserer Runde. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, klar. Gib mir doch mal gerade die Bildschirmpräsentation. Dann können wir das nämlich gleich in eins machen. Da bin ich nämlich in voller Okay. Größe mit Konfirmationsfoto drauf. Ja, sehr gerne. So. So, ja, hier bin ich. Also, auch von meiner Warte nochmal ganz, ganz herzliches Willkommen zu dem heutigen Abend. Wie gesagt, mein Name ist Carsten Umland und ich habe im August tatsächlich, man glaubt es kaum, 15-jähriges, ja, wie sagt man, Betriebsjubiläum gehabt mit Simplified Trading. Und ja, der eine oder andere mag mich vielleicht kennen, vielleicht persönlich, vielleicht hat er mich auch schon mal auf einer Messe gesehen oder auf irgendeiner Trading-Veranstaltung. So das Licht der Öffentlichkeit habe ich eigentlich erstmalig in dieser TV-Dokumentation Daytrader. Das ist jetzt mittlerweile auch schon gut 10 Jahre her und der Dreh ist wahrscheinlich noch länger her. Erblickt. Und in diesem Rahmen habe ich zwei Bücher geschrieben. Einmal einfach traden lernen. Das war auch ein Amazon Bestseller. Und das zweite, das neueste Buch ist das Buch des DAX Tradings. Beide Bücher handeln oder es geht im Schwerpunkt für den Handel aus der Korrektur. Und ich habe immer versucht, nicht so viel Fachchinesisch zu verwenden wie sonst üblich, sondern wirklich umgangssprachlich für jedermann Börsenhandel, ja, ich sag mal, zugänglich zu machen. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich mache. Zusätzlich noch als Berater und Händler in der Vermögensverwaltung tätig. Also auch in diesem Umfeld bin ich relativ aktiv. Eigentlich für meinen Geschmack fast schon ein Stück weit zu viel aktiv. Ja, dann danke ich dir für deine Vorstellung, Carsten. Und bevor wir gleich richtig anfangen, habe ich noch einen kurzen Hinweis für unser Publikum. Wenn Fragen oder Verständnisprobleme auftauchen sollten, können Sie uns während des Online-Seminars über die Chat-Funktion kontaktieren. Die Fragen werde ich anonymisiert in unserer Fragerunde im Anschluss stellen. Und ja, die Moderationsrechte hast du ja schon, Carsten. Die muss ich dir jetzt gar nicht nochmal übertragen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch viel Spaß beim Vortrag zu wünschen und bis zur Fragerunde dann. Ja, prima. Das klingt doch nach einem Plan. Ich will mal gerade hier alles andere schließen, damit wir auch ungestört bleiben. So, prima. Also, ich hatte mich ja schon ganz kurz vorgestellt und möchte natürlich vorab den obligatorischen Risikohinweis nicht auslassen. Also auch an dieser Stelle, Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden und der Kunde handelt gleichwohl auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Ich komme ja ursächlich aus dem Marketing. Vielleicht weiß der ein oder andere das noch. Und da gehen manchmal mit mir so ein bisschen die Pferde durch. Deshalb so auch hier wieder der Titel. So finden Sie die nächste Kursrakete, Ausrufezeichen, 4 einfache Tipps für erfolgreiches Börsenjahr. Wir schreiben das Jahr 2022. Naja, mehr oder weniger ist es, die Hälfte ist schon rum. Was ich aber mit Ihnen heute machen möchte, deshalb schmunzle ich so ein bisschen. Ich möchte einfach versuchen, wir sind ja so ein bisschen gebeutelt im Moment. Wir haben
wir haben Wirtschaftskrise mit Inflationszahlen, die nie da gewesen sind. Die, ich sage jetzt mal, nächste Heizkostenabrechnung rollt mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auf uns zu. Und da möchte ich Sie ein Stück weit an die Hand nehmen und Ihnen auch, ja, wie soll ich sagen, einen Fingerzeig geben, wie man vielleicht diesen ganzen äußeren Druck an Kosten ein Stück weit abmildern kann. Und dazu gehören natürlich auch das Investment in Aktien. Aber einfach jetzt blind irgendwas zu kaufen nach dem Motto, billiger wird es nimmer, macht keinen Sinn. Und da möchte ich Sie heute Schritt für Schritt ein Stück weit begleiten. Und in diesem Fall natürlich das Ganze mit 4 einfachen Tipps, also Simplified Trading, einfach traden lernen, Name ist Programm, ein Stück weit unterstützen. Lassen Sie uns zunächst mal, also bevor wir überhaupt irgendein Investment an der Börse tätigen, gilt es sich zunächst mal wie in fast jeder Lebenslage erstmal einen Überblick zu verschaffen. Also dessen, was passiert da gerade? Ist das ein Bärenmarkt? Ist das ein Bullenmarkt? Ist das ein Seitwärtsgeschiebe? Ist das eine Sommerflaute? Whatever. Es geht für Sie zunächst mal wirklich darum, dass wir einen Status quo im Markt bestimmen. Und das habe ich relativ einfach gemacht, indem ich sage, okay, wir müssen uns zunächst mal an den allgemeinen Kriterien festhalten. Also das sind so Begleiterscheinungen wie Wirtschaftskrise, Begleiterscheinungen in Gänsefüßchen. Das sind fundamentale Entscheidungen wie Zinsentscheidungen, heute wieder die EZB-Zinsentscheidung oder aber auch die FED-Zinsentscheidung, die Zinspolitik, Inflationspolitik, all das sind die Kriterien, die damit reinfließen. Zu guter Letzt aber auch da noch sogenannte technische Kriterien. Also wie tickt der Markt im Moment? Und da komme ich gleich später noch drauf, damit Sie da ein bisschen auch was Fleisch am Knochen haben, damit Sie sehen, wie wird der Markt letztendlich interpretiert. Also halten wir mal fest, wir brauchen im Grunde für eine Gesamtmarktanalyse, wir haben immer ein Top-Down-Prinzip, ich zeige Ihnen das auch gleich, brauchen wir zunächst mal eine allgemeine Einschätzung, die fundamentale Einschätzung und die technischen Kriterien für die jeweiligen Märkte. So, und welches sind die jeweiligen Märkte? Da spreche ich einmal von dem US-Markt. Also unter den US-Markt fällt der S&P, der Mini-Dow, der Nasdaq, Goldmarkt, das Crude Oil, also WTI, Transatlantik und der Russell. Das sind so die Hauptbereiche, die Sie monitoren sollten. Der zweite Markt ist Deutschland, im Moment durch eben den FDAX oder auch MDAX geprägt. Und im Euroraum haben wir dann natürlich noch den Euro-Stocks, um als Beispiel da zu bleiben. Und dann haben wir natürlich noch den chinesischen Markt. Da komme ich aber gleich nochmal separat drauf zu sprechen, weil auch das in die Betrachtungsweise, wie tickt der Markt? Also hier nochmal zurück. Wir bewerten jetzt gerade allgemeine, fundamentale und technische Kriterien. Wie tickt der Markt eben in diesem Umfeld? Und das sollten Sie, hört sich nach viel Arbeit an, ist auch viel Arbeit. Und das sollten Sie für den US, für Deutschland, für den Euroraum und für den chinesischen Markt machen. Ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot mitgebracht und Sie sehen schon, das ist nicht von großer Freude geprägt. Der Screenshot ist jetzt vom 5., also ist jetzt ein paar Tage alt, 4 Tage alt. Ändert aber an der Kernaussage nichts, dass wir vom Top bis zum Tief im Moment mehr oder weniger, Sie sehen es hier, 24,18%, also lassen Sie es mal aufrunden oder abrunden, 24, 20% verloren haben.
Wer in der Spitze in Aktien im DAX investiert hat, der liegt also, so wie es hier eben aussieht, mehr oder weniger 20% hinten. Das ist nicht spaßig, wenn man in dieser Größenordnung mit seinem Depot, naja, unter Wasser ist, wie es so schön heißt. Und deshalb, ich muss mal gerade einen kleinen Schluck trinken, Moment. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gesamtmärkte eben auch entsprechend analysieren. Ich möchte Ihnen das hier nur an diesem Beispiel des FDAX einmal zeigen. Das ist die erste Hiobsbotschaft. Zweite folgt zugleich. Sie sehen hier Inflationsrate Deutschland auf einem, in monatlicher Darstellung, macht ja auch anders keinen Sinn, in einer monatlichen Darstellung vom Jahr 2000 bis 2022. Sie sehen, die Zinspolitik hat lange Zeit einen ziemlich guten Job gemacht, indem sie nämlich den Markt um 2% Inflationsrate hat pendeln lassen. Mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber, aber im Grunde genommen gar nicht schlecht. 20 Jahre lang. Und dann explodierte der ganze Spaß und im Moment sind wir, Sie sehen es hier, bei 7,9, also fast 8% Inflationsrate. Und jetzt schreit natürlich, insbesondere heute, also deshalb hochaktuelles Webinar, insbesondere heute natürlich die EZB, dass aus meiner Sicht, das ist wirklich, jetzt muss ich hier auch mal nochmal bewusst betonen, dass die Zinsanpassungen jetzt erfolgen müssen, um die Inflation wieder in den Korridor von 2% schieben zu können. Man hat aus meiner Sicht zu lange gehadert, mit dieser Meinung bin ich vermutlich nicht ganz alleine im Finanzwesen. Gerade im Euroraum hat man zu lange damit gehadert, um eben hier adäquat zu reagieren. Jetzt muss man hier an dieser Stelle allerdings festhalten, dass wir hier ja von einer Inflation sprechen, in derer die Energiepreissteigerungen mit inkludiert sind. Eigentlich müsste man hier nochmal aufsplitten und sagen, okay, was davon ist denn sogenannte Soft Inflation und was ist denn tatsächlich hier von dem Bereich des Energiesektors abzuziehen? Denn, Umkehrschluss ist ganz einleuchtend, wenn ich den Energiepreisbereich wieder in den Griff kriege, müsste dann ja, und der überproportional stark gestiegen ist, was wir alle wissen, müsste dieser die Inflationsrate ja relativ schnell wieder in einen Korridor kommen, die normal ist. Aber jetzt kommt der Punkt, das hat dann wenig mit einfachen Zinsentscheidungen oder Zinserhöhungen zu tun, sondern dann hat man im Prinzip zwei Baustellen. Also die eine Baustelle ist die Zinsanpassung von, keine Ahnung, 0,25 auf 0,75 zum Beispiel. Und die andere ist das Entgegenwirken der Energiepreissteigerung. Das sind aber zwei separate Paar Schuhe, fließen aber in diesem Graphen in einen zusammen. Das muss man nur so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was ich möchte, ist Ihnen ein Stück weit, ja, ich sage jetzt mal, die Perspektive zu bieten, an dessen Sie sich anlehnen können, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, an welcher Baustelle müssen Sie überhaupt arbeiten? Hat ja keinen Sinn, an irgendeiner Baustelle zu arbeiten, wenn das Ergebnis daraus nicht in Ihr Gesamtportfolio letztendlich einzahlt. Also Stichwort, nehmen wir nochmal den DAX. Sie sind mit 20% im Minus. Und davon, ich sage jetzt mal, ist da irgendwie eine E.ON oder sonst irgendwie sowas mit bei, dann ist das natürlich sehr stark energielastig. Wenn aber, ich sage jetzt mal, Sie gar keine Energiewerte in Ihrem Depot haben, stellt sich natürlich eher die Frage, wie kriege ich die anderen Werte, Technologie und Konsum vielleicht, eher auf ein Niveau, um wieder mit, ich sage mal, akzeptablen Performance-Daten arbeiten zu können. Das ist ein bisschen kompliziert, aber vom Grundsatz her möchte ich Sie einfach in diese zwei jetzt mal Bereiche führen und dazu ist es unumgänglich, dass Sie einerseits den Markt, so wie hier einmal
technisch bewerten, dass sie sagen, okay, wo stehen wir? Und andererseits Begleitumstände, also so wie hier fundamentale Daten, in dem Fall Inflationsrate oder aber jetzt hier auch aufgesplittet, habe ich mal beispielhaft den Natural Gas Future, der an der NYMEX gehandelt wird. Sie sehen auch da, wir haben lange Zeit, ich sage jetzt mal von 2014, 2012 sogar, in diesem Bereich zwischen 2 und 4 Dollar uns bewegt. Und im Moment hat sich der Preis, naja, um 400% gesteigert, nämlich bei 8 Dollar. Wir hatten, das muss man zur Ehrenrettung dazu sagen, auch schon Preise, die in einem ähnlichen Niveau waren, nämlich 2004 bis 2008, mit Ausreißer auch wirklich hier nach oben. Also insofern ist das alles irgendwie handelbar, aber Sie sehen natürlich, Beginn 2020 ist hier eine extreme Kurve entstanden, die, naja, ich sag's mal so, in der man schon ein bisschen nachdenken muss, was man denn jetzt so in Zukunft macht. Und da möchte ich Sie jetzt ein Stück weit abholen. Wenn wir, und ich komme jetzt also von hier, ne, wie ist der Börsenmarkt derzeit aufgestellt? Also top-down, von oben nach unten. Wir haben US-Markt, Deutschland, Euro, China. Das heißt, wir betrachten also exemplarisch die einzelnen Märkte und gehen jetzt in die einzelnen Sektoren. Also welche Branchen werden von einer Krise, die Sie jetzt vielleicht identifiziert haben. Also früher haben wir von der Pandemie gesprochen, dann haben wir von der Tech-Branche gesprochen und so weiter und so fort. Aber aktuell, welche Branchen werden denn von dieser Krise profitieren? Und diese Frage sollten Sie sich zunächst mal stellen. Wir haben also, Sie sehen, merken vielleicht schon, dass wir zwei unterschiedliche Ansätze verfolgen. Der eine Ansatz ist der, dass wir sagen, okay, wie ist denn die Aufstellung des Marktes. Also wie ist die Aufstellung des Gesamtmarktes? Und die zweite Frage, die Sie sich stellen, ist aufgrund meiner Analyse, welche Branchen können von dieser Krise profitieren? Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist eine Feststellung, das andere ist eine Hypothese, die Sie aufstellen. Ja, also nicht, dass Sie das jetzt versuchen irgendwie zu mixen, das sind definitiv zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So, und ich habe jetzt mal so ein bisschen Vorarbeit geleistet und gesagt, okay, naja, von dieser Krise wird natürlich der Energiesektor profitieren und es werden natürlich erneuerbare Energien, also Wasserstoff, Solar und so weiter. Also all diese Bereiche werden sicherlich vielleicht jetzt nicht nächsten Monat, aber auf Sicht davon profitieren. Offshore, Windkraft und so weiter und so fort ist immer wieder mal wieder ein Thema. Aber heißer denn je. Und dann natürlich, man kann es sehen, wie man will. Vielleicht natürlich auch noch mit einem ethischen Hintergrund. Aber wenn ich mir anschaue, wie beispielsweise eine Lockheed, amerikanische Rüstung, im Kurs explodiert ist, da fällt mir auch wirklich nichts mehr zu ein. Ob man das dann handeln muss, steht auf einem ganz anderen Blatt. Hat auch eigentlich in der Analyse oder in Ihrer Hypothese erstmal nichts zu suchen. Sie können für sicher entscheiden, nee, möchte ich nicht. An Kriegsgeschäften möchte ich nicht teilhaben, dann ist das fein. Die Analyse geht eben nur dahin, dass Sie sagen, okay, es ist ja naheliegend, dass in diesen Bereichen extreme Nachfrage entstehen wird. Also insofern muss und sollte man das für Sie auch entsprechend mit bewerten. Und dann ganz heißes Thema, Distribution, Gas und Öl. Also alles, was irgendwie eine Alternative zu Gas- und Öltransport ist oder in dem Bereich angelagert ist, also Stahlherstellung für Ölpipeline, für Gaspipeline, all die werden natürlich jetzt von der neuen Distribution oder erneuter Distribution davon partizipieren. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Als erstes müssen wir uns mit dem Gesamtmarkt beschäftigen. So wie gerade schon besprochen. Als zweites stellen wir dann die Hypothese auf, welche Branchen werden von der Krise oder setzen wir mal Krise in Klammern und schreiben darüber, welche Branchen werden von der aktuellen Marktsituation profitieren.
Also in diesem Fall sprechen wir ja tatsächlich von der Inflationskrise. Also insofern passt das schon. Aber Oberbegriff heißt eigentlich Marktsituation. So, und dann gehen wir einen Schritt weiter, indem wir nämlich sagen, Sie erinnern sich vielleicht, wir haben ganz am Anfang gesagt, ich zeige es Ihnen hier nochmal, wir haben allgemeine, fundamentale und technische Kriterien. Und jetzt geht es eben darum, dass wir uns um die technischen Kriterien im Markt kümmern. So, heißt also, wir gucken uns große Trendumschwünge an. Wir müssen sie erkennen, also aus der technischen, klassischen technischen Analyse heraus, um zu vermeiden, dass wir der Letzte sind, der da oben an der Party einsteigt und kauft, um eben nicht im Hochpunkt zu kaufen und hinterher festzustellen, ups, war leider das Hoch, jetzt geht es nur noch bergab. Das heißt, das setzt voraus natürlich, dass wir uns hier mit der Trenderkennung im Markt beschäftigen, dass wir eine Trendumkehr definieren können und daraufhin erst gezielt unterbewertete Aktien finden. Also, top-down heißt Gesamtmarkt, Sektor, technische Analyse, Aktien finden. Also, wir bewegen uns, ich kann doch bestimmt hier auch mitzeichnen mit dem Wahnsinnsding. Also, wir bewegen uns, ich mache das mal so, wir bewegen uns vom Gesamtmarkt in den Sektor, in die, sag jetzt mal, TA, technische Analyse. Und hier unten mache ich mal eine TI hin. Das ist dann die Trading-Idee. Also, das Spiel wird von oben nach unten. Also deshalb top-down. Damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wo wir im Moment gerade in dieser Analysephase des Marktes uns befinden. Gut, dann will ich mal ein Stück weitergehen. Denn ein oder anderen wird es sicherlich bekannt vorkommen. Die Definition des Trendes hier ist auch ein kleiner Auszug aus dem Buch. Nämlich zunächst mal geht es darum, wie ist ein Aufwärtstrend definiert? Ich blende das in diesem Fall gerne nochmal ein, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Damit, wenn wir eine technische Analyse machen, auch alle vom gleichen sprechen und nicht irgendwie von Äpfel und Birnen. Ein Aufwärtstrend ist definiert durch steigende Tiefpunkte und durch steigende Hochpunkte. Die Aufwärtsbewegung eines Marktes wird langläufig als Akkumulationsphase bezeichnet. Kann man sich ganz gut merken. Akkumulieren, Akku aufladen, steigen. Die Distributionsphase ist genau das Gegenteil davon, nämlich distribuieren, verteilen, also ist quasi die Abwärtsbewegung. Aber, und jetzt kommt eben der spannende Punkt, der Aufwärtstrend ist erst intakt, indem wir steigende Tiefpunkte und steigende Hochpunkte haben. Das heißt, erst wenn der Hochpunkt hier drüben mit der aktuellen Kursbewegung durchschritten wird, reden wir von einem intakten Aufwärtstrend. Sie können sich sicherlich denken, das Gleiche gilt auch spiegelverkehrt für den Abwärtstrend, also mit fallenden Tiefpunkten und fallenden Hochpunkten, aber die Bezeichnungen der Bewegungen bleiben die gleichen. Also Akkumulationsphase ist diese Aufwärtsbewegung, Distributionsphase ist diese Abwärtsbewegung. Ein definierter Abwärtstrend ist also dann ein Abwärtstrend, wenn wir erstens fallende Hochpunkte haben, zweitens hier das alte Tief hier drüben durch die aktuelle Kursbewegung unterschritten wird. Vorsicht, hier unterschritten wird. Also wirklich signifikant unterhalb dieser Marke schließt. Ich hoffe, damit habe ich alle einigermaßen abgeholt, was die Definition des Trendes betrifft. Dabei, um gleich einer Frage vorzubeugen, ist es egal, ob wir einen Trend auf Tagesbasis, Wochenbasis, Monatsbasis, 5-Minuten-Basis betrachten. Dieses Konstrukt oder diese Annahme oder Beschreibung eines Kursverlaufes ist universell anwendbar. Also, es gibt keine andere Trenddefinition im 5-Minuten-Chart wie in einem Tageschart. Es sind immer die gleichen Arme, die eben dann eine unterschiedlich starke Ausprägung in den unterschiedlichen
Märkten, also in dem Fall Aufwärtstrend, 5-Minuten-Chart oder Abwärtstrend einer Stunde darstellen. Was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ist, dass wir das Ganze zerlegen. Nämlich wir screenen einerseits durch Softwareparameter und dann kommt, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, ich habe das Ding visuelle Prüfung genannt, meint aber nichts anderes, als dass Sie Ihre beiden Augen aufs Chart werfen und sagen, jawohl, ist gut oder nee, ist nicht gut. Das ist die visuelle Prüfung, die wir damit meinen. Es gibt, ich hole es nochmal so ein Stück weit aus, ungefähr 9000 Aktien an den US-Börsen. Dazu kommt nochmal so ein bisschen in Europa, was ringsrum, 500, 600 Aktien gibt es da bestimmt auch, die da irgendwie zutage kommen. Und jetzt glauben Sie ja sicherlich nicht, dass ich mir 10.000 Aktientitel jeden Tag angucke. Dann wäre mein Tag ziemlich erfüllt, nämlich nur mit Angucken und Chartwatching. Stattdessen würde ich Ihnen vorschlagen, dass wir gewisse Softwareparameter definieren, also im Prinzip ein weißes Blatt Papier und sagen, was muss der Markt machen, damit er für uns eine Trading-Idee generiert, die adäquat ist und der wir sagen, jawohl, das Risiko übernehme ich, jetzt bin ich dabei. Und dafür ist es eben sinnvoll, sich zunächst mal Gedanken zu machen, welche Softwareparameter nutzen wir oder können wir nutzen und wie funktioniert das und können uns das dann letztendlich im Markt angucken. Also, jetzt geben wir der ganzen Sache etwas Fleisch an den Knochen. Also, zunächst mal, wie finden wir nämlich jetzt diese Aktien, die letztendlich Potenzial haben? Ich sage jetzt mal so eine ganz banale Sache, nämlich wir müssen natürlich erstmal die größtmögliche Grundgesamtheit haben, dass der Broker, in diesem Fall via Self-Invest, eben auch wirklich alle Aktien anbieten kann. Ich meine, bei via Self-Invest brauchen Sie sich da keine Gedanken zu machen, bei den meisten großen Brokern brauchen Sie sich auch keine Gedanken zu machen, aber ich habe da schon die ein oder andere Exot gesehen, wo ich dann freudestrahlend meine Trading-Ideen präsentiert habe und hieß, ja, nö, die kann ich aber nicht handeln. Also Augen auf beim Brokerkauf. In dem Fall also hier darauf achten, dass Sie eine möglichst große Grundgesamtheit aller zu handelnden Aktien bekommen. Im Prinzip ganz einfach, rufen Sie einfach beim Broker an und fragen, hör mal, wie viele US-Aktien kann ich bei dir handeln? Und wenn diese Zahl irgendwo, ich sage jetzt mal, bei 6.000, 7.000, 8.000 ist, dann können Sie schon sicher sein, dass Sie, ich sage jetzt mal, den kompletten S&P, den kompletten Russell und den kompletten Nasdaq abgedeckt haben. Damit sind Sie da schon mal auf einer relativ sicheren und auf einer relativ sicheren Seite. Das ist mal nur so vorweg. Als nächstes geht es eben darum, dass Sie ein Ziel definieren oder dass Sie Ihre Ziele definieren. Wir erinnern uns, wir haben ja unser wahnsinniges Top-Down-Menü, nämlich, dass wir sagen, okay, hier oben Gesamtmarkt, dann Sektor, dann technische Analyse und irgendwie müssen wir jetzt hier unten unsere Trading-Idee formulieren. Das heißt also, wir sind mit Ziele definieren, nämlich genau hier. Und für diese Ziele, also was wollen Sie machen, wie lange wollen Sie die Aktie halten, in welche Branchen wollen Sie investieren, das alles resultiert ja letztendlich hier aus Ihrer Analyse der Sektoren, aus dann letztendlich hier aus dem Bereich, das sieht man eben hier, aus dem Bereich der Top-Down-Analyse. So, und dann meistens. Es ist ja nicht so, dass jede Aktie sofort schreit, kauf mich, kauf mich, kauf mich, sondern dann sind zwei, drei Dinge, die Ihnen vielleicht noch nicht so super gefallen. Wenn das so ist, dann sollten Sie diese einfach in eine Watchliste legen. Also legen Sie sich einfach eine Watchliste an. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie man das macht. Und dann warten Sie auf Ihr Einstiegskriterium. Geduld ist eine Tugend und spart viele teure Trading-Fehler, kann ich dazu nur sagen. Also insofern ganz, ganz wichtig, nutzen Sie eben die Möglichkeiten, wenn Sie ein Paper-Konto haben oder wenn Sie sonst die Möglichkeit haben, hier aktiv zu werden,
dann nutzen Sie das, weil es macht wirklich Sinn, die Trading-Plattformen auch in Demo-Modus entsprechend zu nutzen, weil dann können Sie das entsprechend für sich auch hinterlegen. So, und jetzt kommt wahrscheinlich das, was Sie seit über einer halben Stunde von mir erwarten, nämlich, Carsten, jetzt sag doch mal, wie sind denn die exakten Kriterien? So, da möchte ich jetzt mit Ihnen so ein bisschen dran arbeiten. Zunächst mal, wir haben eben festgestellt, ich mal wieder als Werkzeug, wir brauchen einen Aufwärtstrend, wenn wir uns hier, Sie sehen schon, auf steigende Kurse im Prinzip fixieren wollen. Ist klar, dann macht es keinen Sinn, in einem abwärtsgerichteten Markt zu handeln. Deshalb haben wir eben auch die Top-Down-Analyse gemacht und gesagt, okay, in welchen US-Märkten als Beispiel oder in welchen deutschen Märkten oder europäischen Märkten ist denn ein Aufwärtstrend vorhanden? Und wenn ja, in welcher Phase dieses Trends ist es? Akkumulation, Distribution. Und wie können wir den Markt eben auch entsprechend nutzen und können ihn entsprechend umsetzen? Also, was wir dann haben wollen, und die, wenn ich hier schreibe, die Kurse, dann bezieht sich das auf die Aktien, sollten natürlich über einem gewissen gleitenden Durchschnitt liegen. Welcher genau das ist, zeige ich Ihnen gleich. Als nächstes, auch hier wieder, die Aktienkurse sollten ein 5-Tages-Tief erreicht haben. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, Carsten, du willst auf steigende Kurse setzen, aber wie sollen die Aktienkurse dann zurückkommen? Macht doch keinen Sinn, ich will auch steigende Kurse haben. Ja, stimmt schon, aber wie Sie eben noch wissen, haben wir in einem Aufwärtstrend, einen intakten Aufwärtstrend hier. Und was ich möchte, ist, dass der Kurs zunächst mal zurückkommt, weil ich dann glaube, dass aus dieser Korrektur heraus, habe ich eben auch in meinem Buch beschrieben, aus dem Kurs heraus, hier aus dieser Korrektur, es wieder losgeht in Richtung steigende Kurse. Denn sonst passiert Folgendes, Sie kaufen hier und haben dann hier das erste Mal, ich mache es mal so, schon letztendlich Tränen in den Augen, weil Ihnen der Kurs nach unten abhaut und sagen, ich habe viel zu teuer gekauft. Das ist das, was ich eben meinte mit, Sie kaufen am Hoch. Macht keinen Sinn, am Hoch zu kaufen, überhaupt nicht. Lieber abwarten, dass die Kurse zurückkommen, eine leichte Bodenbildung ausbilden und dann aus dieser Bodenbildung herauf in Antizipation, dass die Kurse hier wieder nach oben steigen werden, also das hier T wie Time, dann wieder entsprechend in den Markt einsteigen. So, als zusätzlichen Filter kann man jetzt noch sagen, naja, lass den Markt bitte sehr über eine bestimmte Marke im Euro-Dollar-Bereich sein. Warum macht das Sinn? Sie kennen sicherlich alle, also ich habe gefühlt einmal in der Woche mindestens so eine E-Mail, XY hat 2000% gemacht. Sei auch du dabei bei dem nächsten Highflyer. So. Ne? Warum ist das so? Ganz einfach, weil die Aktie irgendwie bei 3 Cent notiert hat und jetzt irgendwie bei 3 Dollar notiert hat und irgendein heißer Börsenbrief, die so gepusht hat, dass jeder die Aktie gekauft hat, aber die überhaupt keinen Wert hatte und dann von 3 Cent auf 3 Dollar gestiegen ist. Klar sind das Tausende von Prozent. Aber das hat ja keine Substanz. Und die Manipulation an solchen Aktien ist extremst hoch. Und um das zu vermeiden, sollten Sie immer für sich eine bestimmte Preis-Dollar-Marke definieren, über dieser der aktuelle Aktienkurs notiert, zeitgleich auch dessen Marktkapitalisierung definieren, damit Sie eben nicht anfällig sind für sogenannte Penny-Stocks. Denn was Ihnen dann passieren kann, nennt sich im Finanzdeutsch Frontrunning. Das heißt, irgendein kluger Aktienbriefverteiler pusht diese Aktie, ist bereits investiert, weiß, er hat eine große Gefolgschaft hinter sich, zieht ihren Aktienkurs mit nach oben und verkauft am Top, weil er kennt die Aktie ja. Alle anderen sitzen dann da wie die Lemminge auf einer wertlosen Aktie, die dann irgendwann, keine Ahnung, wieder bei einem Cent notiert.
und sie denken sich, naja, danke fürs Gespräch. Und um das eben zu vermeiden, sagt man eben keine Penny Stocks. Und deshalb, jetzt mal als Beispiel, sollte die über 10 Euro, 10 Dollar mindestens notieren und eine Marktkapitalisierung irgendwo zwischen 500 Millionen und einer Milliarde haben. So als, nur mal so dahingesagt. Und als nächstes brauchen wir natürlich, dass die Fundamentaldaten eine extreme Stärke signalisieren sollen. Also, weil wir wollen hier auch da keine Penny Stocks haben. Wir wollen hier Daten haben, die echt wirklich der Knaller sind. Also wir wollen einen Sales Growth von 25% haben. Wir wollen ein EPS, Earnings per Share Wachstum von 30% pro Quartal haben und so weiter und so fort. Das alles sind Themen, die wir hier im Prinzip in den Scanner mit eingeben können und dann auch entsprechend mit umsetzen können. Ich möchte Ihnen hier an der Stelle mal die beispielhaften Suchkriterien definieren. Sie brauchen das nicht mitschreiben. Ich gebe Ihnen nachher eine Internetadresse, da können Sie sich, nicht das Webinar, aber Sie können sich die ganzen Suchkriterien alle in geschriebener Form nochmal herunterladen. Also brauchen Sie nicht mitschreiben. Ich möchte gerne, dass das Handelsvolumen eben größer 100.000 ist. Ich möchte eine Marktkapitalisierung, ich habe es hier noch sehr seicht formuliert, von klein, also größer 300 Millionen. Ich möchte bei der Trenderkennung den gleitenden Durchschnitt der 100 Tage soll kleiner sein als der Close. Das heißt, der Schluss soll größer sein als der gleitende Durchschnitt. Und ich möchte aus der Korrektur heraus handeln. Und ich möchte über die relative Stärke, gibt es zwei ganz interessante Indikatoren, RSI und die Stochastik, soll im Prinzip kleiner 30 sein. Dann habe ich schon mal so eine ganz grobe Auswahl und kriege dann auch wirklich nur Aktien, die echter Knaller sind. Also die aus der technischen Analyse heraus versprechen, dass sie sich in einem Aufwärtstrend bewegen. Also wenn der Aktienkurs über dem gleitenden Durchschnitt von 100 Tagen ist, dann ging es ja wohl scheinbar 100 Tage lang zumindest mal seicht aufwärts. Sonst wäre ja nicht darüber, ne? Um eben das entsprechend darzustellen. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, wie diese Suchkriterien definiert werden können. Also das ist jetzt ein Screenshot von TradingView. Können Sie kostenlos nutzen. Brauchen Sie keinen anderen Scanner sich irgendwie kaufen. Also das wird keine Verkaufsveranstaltung hier, keine Bange. Und dann können Sie hier auswählen, eben auch hier, welche Stocks. Sie können das Handelsvolumen definieren. Sie können hier den gleitenden Durchschnitt definieren für den Handel aus der Korrektur. Sie können hier die Stochastik definieren. Sie können hier die Marktkapitalisierung definieren. Und Sie sagen, eben um Penny Stocks zu vermeiden, dass der gleitende Durchschnitt größer 5 Dollar sein soll. Und zu guter Letzt, Trenderkennung hier. Wir möchten gerne oberhalb des gleitenden Durchschnitts von 100 Tagen liegen. Das sind jetzt mal Suchkriterien, die einfach relativ universell sind. Die kann man natürlich, können Sie sich vorstellen, sicherlich auch noch sehr viel stärker verfeinern, ist aber eigentlich nicht notwendig, um mal aus 9000 Aktien vielleicht mal eine Hausnummer 30 rauszupicken. Und diese 30 wiederum, das ist eben jetzt der nächste Punkt, diese 30 schauen sich dann im Screener an und dann gehen Sie diese Aktien nacheinander letztendlich durch. Und jetzt will ich mal gerade gucken, warten Sie mal, ob ich die Filter finde. Ja, das sieht ganz gut aus. Apply. Jetzt muss ich mal gerade noch mal einen Indikator hinzufügen. Simple Moving Average. Jawohl. Ach hey. Raus, Moment. Danke. Ich stelle das nur gerade für Sie ein und dann
gebe ich Ihnen den anderen Bildschirm frei. So. Und jetzt nehmen wir nämlich Carsten, wenn du einen Moment Zeit brauchst, können wir auch ganz kurz eine Umfrage machen. Also, sagen Sie mir mal ganz kurz, ob Sie meinen Chart sehen können. Ja, der ist zu sehen, Carsten. Ja, vielleicht kannst du gerade Feedback geben, ob du meinen Chart siehst. Ja, ich sehe alles, wunderbar. Kannst du vielleicht kurz sagen, wie das Programm heißt? Die Frage kam nämlich eben gerade. Das Programm heißt TradingView. Hier oben steht's. Ja. Okay, danke. Gut, also, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe Ihnen eben die Suchkriterien aufgezeigt, das, was wir in der Theorie gemacht haben. So, und die habe ich jetzt hier als Filter hinterlegt. Und Sie sehen schon, wir haben hier 158 Ergebnisse. Und darunter ploppen natürlich auch solche Wahnsinnsdinge auf wie das hier. Wenn Sie sagen, naja, komm Carsten, das ist jetzt aber nicht so das, was ich handeln will. Stimmt. Recht, macht doch keinen Sinn. Deshalb die visuelle Prüfung. Und in dem Fall kriegen Sie jetzt hier, Sie sehen, das mal ein bisschen hoch. Man sieht jetzt hier sehr, sehr schön, nämlich, dass wir hier einen intakten Abwärtstrend haben, aber wir haben hier auch gleichzeitig einen Aufwärtstrend. Und Sie sehen auch, dass dieser Aufwärtstrend in der Korrektur ist. So, und jetzt geht es eben darum, genau diese Aktien herauszufiltern. Und was ich jetzt machen würde, auch hier sieht man das gleiche Spiel, ist eben die einzelnen Aktien durchzuklicken und zu sagen, okay, ja, das macht Sinn, das macht Sinn, das macht Sinn. Und jetzt kommt ja der Punkt. Wir haben ja hier immer noch, Sie sehen es hier jetzt, Technology Services Package Software. So, wenn Sie sich vorher Gedanken gemacht haben, welche Sektoren von der Marktsituation, in Klammern Krise, profitieren, suchen Sie sich jetzt nur noch die Aktien raus, die Ihrer Vorstellung nach aus diesem Sektor oder in diesen Sektor am besten reinpassen oder diesen Sektor am besten repräsentieren. Und so gehen Sie jetzt Stück für Stück Ihre Aktien durch, immer im Hinterkopf, hey, passt das mit meiner Gesamtanalyse überein? Und damit beantworte ich wahrscheinlich auch sofort all die Fragen, dass es immer heißt, ja Carsten, ey, wenn du Charts präsentierst, die sehen immer aus wie aus dem Buch gemalt, perfekt. Wie geht das? Und jetzt haben Sie darauf schon mal die Antwort gefunden, wie einfach, wirklich wie einfach, Sie haben es jetzt gerade live gesehen, wie einfach so etwas funktioniert. Aber der Punkt ist, Sie müssen vorher wissen, wonach Sie suchen. Wenn Sie natürlich nur wild in so einem Stockscreener drumherum klicken, da finden Sie natürlich nichts. Also, worum geht's? Vorher Gedanken machen über das, was wir letztendlich im Markt finden wollen. Und nicht zu sagen, hey, ich habe hier einen Stockscreener, guck mal, was der alles kann. Der Screener oder auch das Trading-Programm ist nur Mittel zum Zweck, hat nichts anderes für Sie letztendlich zu tun. Das ist nur der Umsetzer Ihrer Ideen. Und das vergessen immer ganz viele, die sagen, hey, guck mal, mit welchem Programm arbeitest du, arbeite ich auch. Ne? Macht ja Sinn. Nee, macht gar keinen Sinn. Es macht nur Sinn, vielleicht maximal meinen Handelsansatz und meine Gedanken, meine Herangehensweise zu kopieren oder zu verstehen, vielleicht eher so zu verstehen, um dann mit dem für sich geeigneten Chartprogramm, der eine mag dies lieber, der andere mag jenes lieber, zu arbeiten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also egal, was wir für Kriterien besprechen, lassen Sie das bitte nochmal für sich ein Stück weit, ein Stück weit sagen. Gut, dann teile ich jetzt mal gerade wieder den anderen Bildschirm. Wir gehen zurück auf unsere PowerPoint. Ja. Also, und jetzt kommen meine versprochenen Tipps an dieser
Stelle. Erstens, wir haben eben gesagt, wir brauchen 4 einfache Tipps für den Börsenhandel, damit Sie die Aktien entsprechend finden. Erstens, untersuchen Sie die fundamentalen Veränderungen des Marktes, / der Wirtschaft. Zweitens, welche Branchen werden von dem veränderten Marktfeld profitieren? Drittens, machen Sie eine technische Analyse für die zugrunde liegenden Märkte. Viertens, legen sich diese Aktien, die Sie gefunden haben, über den Screener mit Ihrem Einstiegsmoment in eine Watchliste. Denn nur darauf kommt es an. Sie filtern, einmal in der Woche vielleicht, lässt sich super als Feierabendtrader realisieren. Sie scannen einmal in der Woche oder von mir aus auch zweimal in der Woche den Markt, legen diese in die Watchliste, von mir aus auch mit entsprechenden Orders sogar schon versehen, sagen, hey, wenn der Markt das macht, dann bin ich dabei. Und dann gehen Sie dieses exemplarisch nacheinander durch. Ja, das waren die 4 einfachen Tricks. Wir sind zwar nicht bei Roncalli, was Tricks und Zaubereien angeht, aber Sie merken, es ist eigentlich gar nicht so schwer, Aktien zu finden, die auch im heutigen Marktumfeld, auch wenn der DAX 20% verliert, tatsächlich echt noch Potenzial haben zu steigen. Eigentlich, ich sage jetzt mal so salopp gesagt, ist die größte Herausforderung derjenige, der vor dem Bildschirm sitzt, nämlich Sie selber. Sie selber müssen die Geduld haben, Sie selber müssen die Disziplin haben, Ihren Handelsansatz, egal woher er jetzt kommt, vielleicht nehmen Sie heute aus dem Webinar ein Stückchen was mit, nachzuverfolgen und umzusetzen. Und dann, jetzt kommen wir schon zum Fazit, dann liegt eigentlich nicht die Schwierigkeit in der Umsetzung dieser Kriterien. Sie haben eben gesehen, das kann ich Ihnen auf einer Serviette aufzeichnen, das sind 5 Minuten durch. Die Schwierigkeit liegt darin, dass Sie Ihre Gedanken auf einem weißen Blatt Papier sortieren müssen und diese für sich definieren müssen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wenn Sie heute aus dem Webinar ein Stück weit Anregungen davon mitnehmen können, hey, super, ganz toll, prima, dann sind Sie wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter, als wenn Sie irgendwie irgendwas rumprobieren, was die Software gerade kann. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Damit stören Sie nur den Markt. Wirklich. Also ich muss das mal echt so sagen. Es gibt leider zu viele komische Menschen da draußen, die meinen, die hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also, wichtig an der Stelle ist, Sie müssen sich über Ihren Markt und über Ihren Handelsansatz im Klaren sein, das aufschreiben, wirklich so richtig so auf weißem Blatt Papier mit Stift und so, ne? Und dann eine Software oder von mir aus einen Scanner finden, der das umsetzt. Oder vielleicht haben Sie auch jemanden, dem Sie sagen können, du pass mal auf, das will ich haben, such mal. Alles super. Also der Ansatz ist letztendlich der gleiche. Und jetzt kommt auch hier der versprochene Link dazu. Wenn Sie also möchten, und wir schicken diesen Link letztendlich gleich auch nochmal hier kurz in den Chat rein. Ja, also es wäre nett, Ben, wenn du den gleich einmal teilen würdest. Das mache ich doch gerne. Und der zweite kommt gleich hinterher. So, weil ich nämlich genau weiß, erstmal, wenn die Checkliste runtergeladen ist, dann quillt danach mein E-Mail-Postfach voll von Carsten, welche Software ist das? Carsten, kannst du mir nochmal die Einstellungen sagen? Carsten, wie war das nochmal mit der Marktkapitalisierung? Carsten, welcher Broker war das nochmal? Carsten, wie finde ich die Aktien? Und um das alles zu vermeiden, möchte ich das Ganze natürlich für Sie abkürzen, indem wir nämlich sagen, pass mal auf, rufen Sie mich einfach an, machen Sie einen Termin aus, dann können wir letztendlich hier im Coaching über Praxisübungen können wir das Ganze besprechen und das erklärt vieles einfacher. Der ganze Spaß ist kostenlos, also wirklich, Sie kriegen hier irgendwie ein 30-minütiges
30-minütige Einschätzung, wo wir Ihre Fragen beantworten können. Nutzen Sie das, wirklich, tun Sie mir einen Gefallen, nutzen Sie das. Und ich hoffe, Sie konnten heute aus dem Webinar vielleicht den einen oder anderen Ansatz mitnehmen, vielleicht auch Gedankenanstoß mitnehmen. Das würde mich super freuen, wenn das der Fall ist. Und ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Ben, gibt es Fragen? Dann würde ich sehr gerne jetzt auf Fragen noch eingehen wollen. Natürlich, sehr gerne. Und zwar, du hast schon auch so ein bisschen deine Arbeit gerade ja nochmal vorgestellt, also wenn ich auch kontaktieren kann, was du so machst. Und da so kam gerade eben auch tatsächlich eine Frage rein, und zwar, wie es mit deinem Trading Journal aussieht. Frage ist, ich höre immer wieder, dass es wichtig ist, dieses anzulegen und um aus den Fehlern zu lernen. Vielleicht magst du ein bisschen was von deinem Trading Journal einfach mal erzählen. Ja, das ist ein super interessanter Ansatz. Und jetzt werde ich wahrscheinlich alle verblüffen. Ich führe nur noch ein Trading Journal für, ich sage jetzt mal so, für Forschung und Entwicklungskonten. Also Forschung, ich muss ein bisschen ausholen. Ein Forschung und Entwicklungskonto ist ein Konto, in dem neue Handelsstrategien getestet werden und auf Machbarkeit und Umsetzbarkeit in realen Märkten angewendet werden. Der Grund ist der, das habe ich übrigens auch in meinem Buch beschrieben, der Grund ist der, die existierenden Handelsansätze, die ich verfolge, die weiß ich, die brauche ich nicht protokollieren. Aber die Handelsansätze, die ich neu teste, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Fragesteller eben auch etwas Ähnliches hat, dass er sagt, ja, ich fange jetzt mit der Börse an und ich habe verschiedene Handelsstile ausprobiert, wie halte ich die nach? Das halte ich für äußerst sinnvoll. Aber, und da muss man eben unterscheiden, wenn natürlich mal ein Handelsansatz als solches steht, dann wird in der Regel von diesem Handelsansatz, dafür ist er ja da, auch nicht großartig abgewichen. Aber für die Entwicklung neuer Handelsansätze und die Überprüfbarkeit und die Machbarkeit von neuen Handelsansätzen macht es durchaus Sinn, zwei Konten zu haben, ein Demokonto und ein Realtime-Handelskonto, in dem Sie mit echtem Geld Ihre Handelsstrategien auf Machbarkeit und Umsetzbarkeit überprüfen können. Also insofern, ich hoffe, ich die Frage damit beantwortet zu haben. Beantwortet haben zu können. Ne? So ist richtig. Ich denke auch, es war sehr ausführlich und hat bestimmt den Frage oder den oder die Fragestellerin sehr glücklich gemacht. Jemand anders würde gerne wissen, ob du Tipps zum Verkaufen hast, wenn man die Aktie dann wieder loswerden sollte. Also du hast ja relativ viel über den Einstiegszeitpunkt geredet, aber vielleicht kannst du mal was zum Ausstiegszeitpunkt sagen. Okay, also das würde jetzt das Gesamtwebinar sprengen, aber der Handelsstrategie, genau so wie ich Ihnen oder wie ich jetzt gerade dezidiert erklärt habe, wie ich sage mal, wie ich die Aktienideen finde, müssten wir eigentlich noch ein zweites Webinar machen. Vier Tipps waren es, ne? Vier Tipps für die vier Tricks, genau. Für einfache Tipps und Tricks für das Finden der Kursrakete. Und jetzt brauchen wir noch vier Tipps für das richtige Trade- und Stop-Management. Vielleicht kommt da ja noch ein zusätzliches Webinar. Aber nee, Spaß beiseite. Natürlich gibt es auch für das Ausstiegsszenario die gleichen Situationen. Das heißt also, auch da muss natürlich, wenn die Trading-Ideen laufen, muss ein Trade-Management dahinter liegen, genauso wie wenn die Trading-Ideen nicht laufen. Ich habe ja keine Glaskugel hier stehen. Doch, ich habe eine Glaskugel stehen, aber die funktioniert nicht im Schreibtisch. Aber was ich damit sagen will, ist, auch da brauchen Sie eine Systematik, die Ihnen sagt, okay, es macht Sinn, die Trading-Idee zu beenden, wenn A, Szenario, B, Szenario eintrifft. Also insofern, das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen. Vielleicht für den Fragesteller, ja, Sie brauchen ein Trade-Management mindestens mal für zwei Szenarien, nämlich erstens, wenn der Trade ein Gewinn ist und zweitens,
wenn der Trade in den Verlust laufen sollte. Ja, okay. Dann danke ich dir auch dafür. Du hast ja mehrmals heute auch schon die EZB-Entscheidung angesprochen. Würdest du denn sagen, dass man in Aktien investieren sollte, solange es noch weitere Leitzinserhöhungen geben kann? Und auch die Fragestellung geht dann noch weiter, auch ob du glaubst, dass die Leitzinserhöhungen den Aktienmarkt auf lange Zeit schaden könnten. Das ist eine super interessante Frage. Ich teile jetzt mal einfach so meine Gedanken dazu. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich glaube, dass die EZB zu lange gehadert hat, als die Fed bereits schon mit Zinserhöhungen versucht hat, die Inflation einzudämmen. Wir haben hier ja im Prinzip zwei Baustellen. Baustelle 1 ist Inflation USA, Baustelle 2 ist Inflation Euroraum, Schrägstrich Deutschland. Da hat man, wahrscheinlich werden mir da 90% aller, die im Finanzwesen tätig sind, zustimmen, zu lange ja wirklich gehadert. Und jetzt versucht man mit beherzten Schritten, das so ein bisschen, mir kommt das so ein bisschen vor wie Schweinsgalopp, versucht wieder in den normalen Zielkorridor von 2%, das ist das, was die Geldpolitik als Zielsetzung für den Zinssatz hat, wieder hineinzulaufen. Ich glaube aber nicht, dass das von großartigem Erfolg gekrönt sein wird, wenn man, das hatte ich eben schon mal, nicht dezidiert auf Inflation und auf Energiepreissteigerung Rücksicht nimmt. Also muss beides separiert betrachten. Sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Das ist, aber wie gesagt, das ist nur so meine persönliche Meinung dazu. Und das Zweite ist, wenn wir, und mir liegt fast das Wort alternativlos auf den Lippen, solange wir einen Zinsentscheid haben, der irgendwo in einem Korridor zwischen 3 und vielleicht 4% liegt, ist es nicht rentabel, in Anleihenmärkte zu investieren, sondern jede durchschnittliche Aktie macht deutlich mehr Performance über 1 Jahr, 5 Jahre als jeder Anleihenmarkt. Das heißt also, solange da nicht im Englischen sagt man Threshold, also solange da nicht ein bestimmter Schwellenwert im Anleihenmarkt an prozentual, also ich kann mich sogar noch an Bundesschatzbriefe mit 7,5% erinnern, solange wir nicht über diesen Threshold rüberkommen, solange bleibt es interessant, in Aktienmärkte zu investieren. Ob das jetzt immer die eine Aktie sein muss oder ob das vielleicht auch ein Basket sein kann, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Der Punkt ist aber, solange die zu erwartende Rendite in den Anleihenmärkten niedriger sein wird, also 2, 3, 4%, als eine durchschnittliche Aktie an Performance hat, solange wird es attraktiv bleiben, in den Aktienmärkten zu investieren. Ob das unbedingt jetzt sofort sein muss oder ob man da vielleicht ein bisschen Stockpicking betreiben muss, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber das mal so zur grundsätzlichen Kernaussage. Gut. Die Zeit rennt. Wir haben es leider schon jetzt 19 Uhr, fast 19 Uhr. Deswegen muss ich die Fragerunde an dieser Stelle leider beenden. Aber Sie erhalten natürlich im Nachgang die Kontaktmöglichkeiten zu Carsten Umland und WH Self Invest. Und da können Sie dann noch weitere Fragen gerne stellen. Ich danke dir auf jeden Fall für die ausführlichen Antworten, Carsten. Und ich denke, wir konnten heute viel wertvolles und praktisches Wissen über Aktien mitnehmen.
Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können sich also jederzeit wieder anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und eben und weitere Informationen, Kontaktmöglichkeiten, aber auch zu den Büchern oder den verschiedenen Projekten von Carsten Umland finden Sie dort auch. Die geht voraussichtlich auch noch heute Abend raus. Genau. Carsten, darf ich dich noch um ein Schlusswort für unsere Zuschauer bitten? Ja, natürlich, gerne. Sie merken ja schon, wir sind nicht in Roncalli mit vier einfachen Tricks. Aber wenn ich so ein bisschen einen Appell an Sie richten darf, dann ist es der: Üben Sie sich in Geduld und in Disziplin bei der Aktienauswahl. Ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, egal welchen Handelsansatz Sie verfolgen, aber ich glaube, dass das der entscheidende Ansatz ist, damit Sie nicht Hals über Kopf in irgendeine Aktie investieren und nicht genauso Hals über Kopf aus irgendeiner Aktie aussteigen, wo Sie sagen, boah, hätte ich das mal sein gelassen. Ja, und wie immer, Sie merken schon, ich predige manchmal so ein bisschen von der Kanzel und dann auch mit Leidenschaft, aber mir geht es auch wirklich darum, dass Aktientrading ist, beziehungsweise generell der Börsenhandel ist so ein spannendes Umfeld und ermöglicht Ihnen so viele, ja, ich sage jetzt mal, neue Blickwelter zu entwickeln, dass ich einfach dafür brenne. Ich glaube, das hat man auch so mitbekommen. Und in dem Sinne darf ich mich wirklich recht, recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie ja, eine Stunde Ihrer Zeit geopfert haben und wünsche Ihnen alles, alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, mit dem man gut in den Abend starten kann, der noch ja jung ist. Und ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal an dich, Carsten, dass du da warst. Und vielleicht darf ich dich auch bald mal wieder bei uns begrüßen. Und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit. Wenn Sie regelmäßig auf unserer Webseite Finanzen.net vorbeischauen und sich bei unserem Newsletter anmelden, verpassen Sie auch keine Online-Seminare mehr. Und damit verabschiede ich auch mich für heute Abend von Ihnen. Bleiben Sie optimistisch.